Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem weiteren Video zu Battlefield 5. Mann, 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 was ist da draußen los aktuell in der Welt? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Bleibt gesund und munter und passt auf euch auf, stärkt euer Immunsystem, so gut es geht. Und ich hoffe, wir werden diese Krise alle überstehen. Ansonsten würde ich sagen, werden wir jetzt von den Bad Vibes ein bisschen distanziert bleiben und fangen einfach mal mit dem Video an. An alle, die sich jetzt wundern sollten, ich habe ein neues Mikrofon. Sollte die Qualität schlechter ausfallen, eurer Meinung nach, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich das alte wieder einsetzen. Die ganzen Fail-Clips, die ich da, oder Win-Clips, die ich teilweise damit reingeschnitten habe, werden jetzt gleich ein Ende haben, damit ich mal in Ruhe reden kann, ohne die ganze Zeit unterbrochen zu werden von diesen. Und dann würde ich sagen, sprechen wir mal über das K98K, was ich hier aktuell spiele, und im Anschluss dann noch das MG42. Ich habe das Gefühl, ab und zu übertreibe ich so ein bisschen mit diesen ganzen Szenen, die ich dann noch so ein bisschen mit reinschneide und lustig versuche zu untermalen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Findet ihr, das ist zu viel? Oder mach einfach ein bisschen weniger so? Schreibt mir das gerne mal rein. Dann werde ich das beim nächsten Video auf jeden Fall beherzigen. Ja, und ihr seht im Hintergrund schon, ich habe jetzt eine Zeit lang das K98K gespielt. Hier ist mal eine kurze Szene mit der Stuka. Das liegt einfach daran, dass ich die unbedingt nochmal leveln wollte. Die habe ich nämlich immer noch nicht auf Level 4. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich habe jetzt auch mal eine Zeit lang versucht, das K98K mit Kimmo und Korn zu spielen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, boah, Leute, das ist echt schwieriger, als man sich das vorstellt. So, das müsste, glaube ich, die letzte Szene gewesen sein, die ich dann noch irgendwie bearbeitet habe. Ey, ich weiß nicht, es ist einfach mein Stil. Ich finde es einfach irgendwie ein bisschen lustig, das mal ab und zu so ein bisschen lockerer zu gestalten und das Ganze nicht ganz so ernst zu nehmen, so dass man dann, weiß ich nicht, sich zu sehr in sowas hineinsteigert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine Zeit lang das K98K gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen, denn bei dem K98K ist ja die Tatsache und bei anderen Scharfschützengewehren, dass die Kugelgeschwindigkeit sehr drastisch erhöht wurde. Und das merkt man meiner Meinung nach auch. Ich finde, man muss mittlerweile auch viel weniger hochhalten, damit man ein Ziel trifft, denn die Kugel fliegt halt so schnell, dass man trotzdem relativ schnell sein Ziel trifft. Und dementsprechend ist das Vorhalten fällt dann wieder ein bisschen geringer aus und das Hochhalten fällt auch geringer aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Auch hier wieder würde mich gerne interessieren an der Stelle. Dann seht ihr jetzt das Gameplay zum MG42. Es tut mir sehr leid, an dieser Stelle sagen zu müssen, dass ich leider keine Wahl hatte, als hin und wieder mich hinzulegen und rumzucampen. Ich habe versucht, das so gering wie möglich zu halten und mich immer irgendwie so ein bisschen zu bewegen, mal schneller die Positionen zu wechseln und so weiter. Das seht ihr hoffentlich auch so ein bisschen im Gameplay. Es ist halt einfach das MG, wisst ihr? Also dieses, es ist nicht das MG42 als solches, sondern es ist einfach das MG-Gameplay. Es ist einfach dieses, ich muss mich hinlegen und hoffen, egal wo ich irgendwie versuche rumzulaufen, dass ich irgendwo eine Möglichkeit finde, mein MG richtig zu platzieren, ohne dass dann irgendwelche Steine im Weg sind oder Gebüsche oder Bäume oder was weiß ich was, damit man mal eine Position findet, von der aus man ordentlich schießen kann. Und ja, das ist halt im Prinzip genau das, was ich die ganze Zeit versuche, in diesem Gameplay zu machen. Also Freunde, das MG42 ist meiner Meinung nach wieder relativ stark. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst auf Distanzen, die etwas weiter reichen, macht man mit dem Ding auf jeden Fall ordentlich Schaden mittlerweile wieder. Ich freue mich da sehr drüber, dass es jetzt endlich wieder ein bisschen spielbar geworden ist. Ich denke auch, das MG34 war das, glaube ich. Oder? Hieß es 34? Doch, ich glaube schon. Das MG34, meine ich, müsste das gewesen sein. Ich glaube, das ist auch wieder relativ gut spielbar. Das habe ich jetzt an der Stelle noch nicht getestet. Die Time-to-Kill-Änderungen gefallen mir sehr gut an der Stelle. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist wieder fast so wie bei, ich glaube, 5.0 war das. Und ja, alle Waffen fühlen sich irgendwie jetzt wieder viel tödlicher an. Und genau so sollte es eigentlich in einem Shooter-Game sein. Das ist ja noch, hier braucht man ja noch mehrere Kugeln, um einen Gegner zu töten. Ihr müsst ja überlegen, bei so Spielen wie beispielsweise Hell Let Loose,
ein, zwei Schuss, ihr seid hinüber in diesem Game. Das ist halt einfach so. Und genauso sollte das in diesem Game hier auch sein. Nicht ganz so krass. Natürlich kann man irgendwann hingehen und sagen, ich mache jetzt einfach mal so eine Art Hardcore-Server auf, sofern die Community-Games das irgendwann zulassen sollten. Und kann das dann selber alles so einstellen, wie man das haben möchte. Aber ich denke mal, so für den Laien, der ab und zu gerne mal ein Shooter-Game spielt, ist die aktuelle Time to Kill tatsächlich somit die spielerfreundlichste, beziehungsweise die casual-freundlichste, sage ich an der Stelle einfach mal. Und in der Szene, die ihr gerade seht, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich unverschämtes Glück gehabt, dass mich da nicht früher schon jemand gesehen und weggeholt hat. Ich campe da bei Durchbruch die ganze Zeit in diesem Feld, hinter den feindlichen Linien, beziehungsweise am Rande unserer Linien, nicht hinter den feindlichen Linien, und rasiere halt alles weg, was da irgendwie versucht, uns diesen Punkt wieder streitig zu machen. Und das war einfach so ein geiler Moment, dass das endlich mal klappt mit dem MG42, weil das ja auch so laut ist. Ihr hört das ja auch selber im Hintergrund immer mit dem Geballer. Ey, das kann man eigentlich gar nicht überhören. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum es so viele Leute gibt, die dann einfach an mir vorbeigelaufen sind und sich so dachten, ach, da ist ein toter Teammate, den versuche ich mal zu reviven, und im Endeffekt liegen sie dann 2-3 Sekunden später genau daneben. In der nächsten Woche habe ich mir überlegt, vielleicht nochmal ein neues Video zu machen zu How to Improve in Battlefield. Das erste Video, das ich dazu hochgeladen habe, war ja im Prinzip, wie man sein Aim verbessert, sein Aiming, und dass man dann dadurch resultierend noch ein paar Gunfights mehr gewinnen kann als üblich, wenn man dann gegen andere Spieler spielt. Ich hoffe, euch hat das Video damals gefallen, beziehungsweise ist ja auch gar nicht so alt, glaube ich. Ich kann euch das an der Stelle auch mal verlinken, oben rechts. Und ja, ich glaube, das nächste Video könnte ich vielleicht auch mal über Sound machen, wie sinnvoll und wie wichtig Sound ist, um zum Beispiel herauszufinden, wo befindet sich aktuell ein Gegner, in welche Richtung läuft der Gegner. Weiß er vielleicht selber, dass ich da bin und so weiter, und wie man das Ganze dann am besten spielt, um sich daraus durch diesen Sound und durch die Geräusche, die ein Gegner macht, einen Vorteil zu verschaffen. Ich habe auch einige Szenen, mit denen ich das ganz gut untermalen und Beispiele zeigen kann, was mit Sound alles möglich ist in diesem Spiel. Natürlich gibt es viele Leute an der Stelle, die das Ganze gar nicht so ernst nehmen und sagen, oh, ich muss jetzt nicht der übelste Pro werden und sagen, ich muss jetzt alles hören und den Sound so laut drehen, dass ich nichts anderes mehr in der Umgebung wahrnehme, außer dieses Spiel. Natürlich platzen halt auch irgendwann die Ohren davon. Und ja, ich denke mir einfach nur, wieso nicht, wenn aktuell sowieso kaum News kommen und so weiter, dann kann man halt gucken, dass man da irgendwie vielleicht was bringt, was vielleicht auch ein Mehrwert für euch ist und für euch, dass ihr mal vielleicht auch irgendwas mitnehmen könnt, was euch im Spiel hilft und euer Gameplay verbessert, sofern ihr das überhaupt benötigt. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, auch hier wieder, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr sagt, ich würde gerne mal einen Test oder ein Gameplay zur Waffe XY sehen, irgendwie sowas, schreibt mir das gerne auch rein. Ich werde das definitiv beherzigen und gucken, dass ich das irgendwie noch mit in mein Gameplay und in meine Videos implementieren kann. Die einzigen News, die ich für euch habe, sind wie gesagt einfach wieder ein paar neue Skins, die geleakt wurden. Bei Temporal könnt ihr gerne bei Twitter bei dem abchecken. Ansonsten gibt es eventuell tatsächlich doch noch einen Competitive Mode im 8 gegen 8 Modus, Squad Gameplay, sowas in der Richtung soll das sein, das hat er auch geleakt. Das ist aber, das sind alles noch so übelste Gerüchte, ich würde jetzt halt ehrlich gesagt noch nicht so intensiv darauf eingehen, weil man im Endeffekt nicht weiß, ob das jetzt stimmt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das an der Stelle wieder mit dem Video. Wir sehen uns in Battlefield. Macht's gut, bis dann und rein. Ciao, ciao und bleibt gesund.